mal PG. Wir reden heute über Sachen, die man auf der Welt kaum sieht oder überhaupt nicht sieht, aber die total wichtig sind. Zum Beispiel Strom, Insekten, Gefühle, Erinnerungen, Liebe. Und ja, jetzt geht's los. Hey, Wind ist doch eigentlich unsichtbar, oder? Naja, schon, aber guckt euch mal das hier an. Die Bäume rascheln hier im Wind und man spürt auch den Wind auf seinem Körper und beim Fahrradfahren zum Beispiel stört er. Aber ohne Wind könnten Windräder doch eigentlich gar nicht Energie produzieren. Also Wind ist eigentlich wichtiger, als wir denken. Hi Leute, irgendwie ist das schon unsichtbar. Aber doch ist er überall. Kann man aus deiner Energie Strom machen? Yeah, maybe. If I ride the bike, then yes. Noch mehr Stromkästchen. Guck mal, die haben ganz neue Augen, als wenn sie Aliens wären. Hi guys, mir ist aufgefallen, dass manche Menschen einfach ihr Gefühl nicht zeigen. Das ist so boring. Wisst ihr, was ich eigentlich nicht verstehe? Manche wollen, dass ihre Gefühle einfach unsichtbar sind, so einfach weg, so einfach weg. Und da frage ich mich, warum? Gefühle sind doch so toll. Gefühle braucht man im Leben, denn ohne Gefühle ist das Leben vollkommen langweilig. Ja. Hey, hier ist voll die dicke Wanze. Kann ich mal. Ich habe ganz viele Schmetterlingsbilder selber gemalt. Ich finde Schmetterlinge total toll, weil die so schön bunt sind. Hallo, ich rede heute über die Bienen, weil nicht viele Leute merken, wie wichtig die Bienen für unsere Welt ist. Ohne die Bienen würde unsere Welt komplett kollabieren. Moin, meine lieben Freunde. Ich will nochmal ein Thema auftischen. Und zwar ist euch das schon mal passiert, dass zum Beispiel man zum Laden geht und sich zum Beispiel was holt, das ist mir ganz oft passiert, und ich dann da an der Kasse stehe und die Kassiererin mich fragt, ja, mein kleiner junger Herr, wie alt bist du denn? Ich sag so 12, fängt sie an zu lachen. Die denkt irgendwie, ich will sie verarschen, dabei bin ich 12. Das ist manchmal das Problem. Habt ihr auch mal sowas gehabt? Schreibt's in die Kommentare. Hey Leute, ich hab was zum Thema nicht ernst genommen werden. Ich werde zum Beispiel ganz oft ausgedacht, wenn ich renne. Zum Beispiel ich werde auch sehr oft unterschätzt, aber was viele nicht wissen, dass ich Ratschlag kann. Und zwar sehr oft hintereinander. Ich möchte mal was ansprechen. Manche Leute sagen, wenn man kleiner ist, dass man jünger ist. So wie bei mir in der Familie, da sagen Leute, dass mein Bruder größer ist, dass er auch älter ist. Obwohl das andersrum ist, dass ich älter bin und er jünger ist. Leute, letztens was Lustiges passiert. Ich war im Ferienlager und die anderen Kinder wollten Mensch ärgere dich nicht spielen. Voll das Babyspiel, oder? Und dann habe ich aber mitgemacht und sogar gewonnen. Hat super viel Spaß gemacht. Ich wollte euch was erzählen über Dinge, die ihr jeden Tag braucht, aber nicht wahrnehmt. Hattet ihr mal eine Situation, wo ihr ein Spielzeug oder ein Kuscheltier nicht richtig wahrgenommen habt und es dann verloren habt und dann sehr traurig wart und enttäuscht? Zeig nochmal. Das ist Astrid. Mhm. Und das bin ich. Eine große, glückliche Familie. Perfekt. Astrid, hast du Energie? Yeah, a lot of them actually right now. I want to sprint so badly. Haben wir doch wieder alles richtig gemacht. Hallo meine lieben Freunde, danke, dass ihr bis jetzt zugeguckt habt. Ich hoffe, dass ihr jetzt mehr auf die kleinen Sachen auf der Welt achtet. Und
Ja, vergesst nicht zu liken und zu kommentieren und die Glocke zu aktivieren. Okay, ciao.